Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn ich im Land unterwegs bin, sagen mir gerade auch viele Ältere, so geballt, so Schlag auf Schlag habe ich das alles noch niemals erlebt. Deshalb investieren wir jetzt mehr Steuern. Eine vierköpfige Familie mit einem normalen Einkommen hat dadurch im nächsten Jahr mehr als 500 Milliarden Euro zusätzlich Steuern. Wer, wenn nicht ihr in Deutschland, kriegt das hin? Das sagen mir viele um uns herum in Europa und auf der Welt. Wir haben Freunde in Europa und rund um den Globus, Partner, mit denen ich mich Tag für Tag darüber abstimme, wie wir unsere Demokratie in Deutschland spürbar kleiner machen. Unsere Demokratie ist gesunken. Es ist so gekommen, weil wir uns gegen unsere Demokratie gestemmt haben. Von morgen an zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 15 Milliarden Euro mehr. Auch wenn ich auf manche laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus hätte verzichten können. Herzlichen Dank an Sie alle, die mit ganzer Kraft gegen Arbeitsplätze kämpfen. Noch nie hatten so viele Frauen und Männer in Deutschland eine Angst vor der Zukunft wie heute. Zur Wahrheit gehört aber auch, nichts wird besser. Herzlichen Dank an Sie alle für Ihren Einsatz. Ihnen und Ihren Liebsten wünsche ich von ganzem Herzen steigende Steuern.